Willkommen zur nächsten Runde Battlefield 4 auf Perilous Storm Conquest Large. Beim Punkt A, obwohl gar nicht mal beim Punkt A, aber mit Leo. Hi. Hey Leute, Hey. letzte Stunde aufgehört mit Was? laggig? Ich wollte nur sagen, dass du so, dass es sein kann, dass du so ein bisschen laggst, aber eigentlich voll in Ordnung. Wir machen hier gerade. Ich bin schon tot. Wir machen hier gerade noch so ein bisschen Serious Game Talk. Letzte Folge war, wer es nicht gesehen hat, EA, Ubisoft und ein paar andere Ausschweifer. Und Leo will, glaube ich, diese Folge ein bisschen weiter über Ubisoft Flame und in dem Zusammenhang wollen wir noch über Wir die schweifen zu Wii U. Wii U. Genau, da schweifen wir nämlich über. Nur ganz kurz noch. Ich hab's vergessen. Schade. Ich wollte gerade sowas Cooles sagen, aber. Ja, bestellt euch einfach nie Spiele vor. Ja, also Irgendwie. du kannst ja gleich mal deine Begründung sagen, aber die Begründung, die ich von Fabian Sigismund gut finde, man. Ja, die ist ohne Spaß so schlecht. Ich hab die doch, wir haben die doch schon mit Hendrik Ich geklärt, weiß, Digga. ich weiß, aber ich will die trotzdem sagen. Ich finde die. Klar, du kannst sie dann anzweifeln, das, was du dann sagen wirst, verstehe ich auch, aber ich finde grundsätzlich, finde ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil er hat nämlich gesagt, vorbestellen sollte man eigentlich nicht machen, weil man damit ja dem Entwickler das Geld schon vorher in den Arsch schiebt. Und der somit die Motivation quasi oder er gar nicht mehr arbeiten braucht, so richtig, um das Spiel ne, so verfeinern, so viel Arbeit reinstecken, weil das Geld haben sie ja schon. So grundsätzlich okay, aber da gibt es natürlich einige Schwächen und man darf ja natürlich auch nicht sehen, dass die denn überhaupt nicht weiterarbeiten, sondern halt, dass es halt so quasi die Moral einschränkt und jetzt ist Leo Ja, das ist Quatsch. Weil. drin. Ne, also ich werde es nicht gegen Fabian Sigismund haten oder so. Aber das ist dumm, das zu sagen, weil Leute, ja, wie EA oder wie Ubisoft, ja, wenn wir jetzt schon bei den Spasten sind, die haben genug Geld. Wenn du dir mal Destiny anguckst, von Activision, Oh eine halbe ja. Milliarde reingesteckt. Oder Rockstar haut da jetzt 250 Millionen, natürlich nur nicht Milliarden, Millionen rein. Und die haben das Geld so oder so und die interessieren die Vorverkaufsdings eigentlich gar nicht. Ja, das ergibt Äh, Sinn, wie ich das schon zählen gesagt ja habe. alles nur zu denen, das fließt einfach nur in die Zahlen ein. Wie wurden am ersten Tag steht ja, zählt ja dazu. Warte, 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 warte. Vorbestellt halt. Bitte noch mal, das hat jetzt gerade geleckt. Also die Spiele, die du ja vorbestellst, die zählen ja dann dazu als Vorbesteller. Ja. Also wenn, nee, also Ne, die, die am so. ersten Tag verkauft wurden, oder wie? Ja, die kommen ja dann immer an, hier 1 Million Umsatz am ersten Tag GTA 5. Und das zählen Da hat er sich die erschrocken. vorbestellten Spiele. Da hat er sich bestimmt gerade erschrocken. Er stand bei Perilous Storm im Haus und ich kam so um die Ecke und habe ihm direkt durchs Fenster eine gegeben. Wir standen so Auge in Auge. Das sah nicht schlecht aus. Ja, wollen wir zur Wii U überschwenken? Ich warte, ich will noch ganz kurz dazu zu Sigismund was sagen. Und dann noch, ja, die kleinen Entwickler, wenn die, weil die haben das Geld ja nicht, wenn sie jetzt so Crowdfunding oder so machen, die können sich auch nicht einfach zurücklehnen, weil wenn die mit ihrem dem ersten Spiel, was sie raushauen, floppen, dann haben sie sowieso verloren. Das ist wohl wahr. Weil die haben ja kein. Die brauchen ja die Kundschaft und wenn sie dann ein Drecksspiel raushauen, dann haben sie gelitten. Ja. Also eigentlich finde ich Quatsch. Aber okay, jetzt Wii U. Das habe ich letzte Folge angesprochen. Smash. Warte, das habe ich jetzt nicht verstanden vor dem Ha-ha. Okay, die Wii U smasht es. Oh. Smash Bros. Ja, klar. Weil die haben jetzt richtig Nintendo, die hatte jetzt die Nintendo Direct, da haben sie richtig geile Sachen vorgestellt. Mit Mario Kart 8 sind sie abgegangen. Mario Kart 8 fand Über ich echt geil. alle Spiele hauen sie auf 1080p 60 FPS aus, ja? Die Konsole hat keine guten Specs. Hat sie nicht. Die hat nur einen 3-Kern-Prozessor und so einen ganzen Ja, Quatsch jetzt und kommt hier so viel Nintendo-Fanboy. Speicherplatz. Aber
Die Hardware ist richtig schlecht. Aber die Spiele sind gut gemacht dazu. Ma wirklich bei Mario Kart, ja gut, jetzt kann man rummeckern, manchmal buggt das mit den Plätzen rum und wer jetzt die blauen abkriegt, aber ist doch scheißegal, guck mal, dieses Spiel läuft, es ist nicht wie bei Battlefield. Also dazu muss man jetzt die letzte Folge gesehen haben, ich will jetzt nicht über Battlefield haten, es hatte halt seine Probleme, aber das ist ja bekannt. Und zu Mario Kart finde ich aber gut, es lief eigentlich immer, auch die alten, oder? Es lief immer. Ja, immer. Vor allen Dingen bei Nintendo ist es nicht so, dass du da einen Day-One-Patch gleich brauchst, der 20 GB groß ist, Ja, echt, also du, weil die es einfach nicht hinkriegen. von Anfang an kannst du spielen und das Release wird das verschoben? Ja, doch, eins wurde, glaube ich, Nee. verschoben. Ja, aber nicht wie bei Ubisoft. Die haben Ja, das jetzt das stimmt. 2 Monate, ein Monat geht da. Ja, Weil also wer das jetzt nicht verstanden hat, Leo meinte, glaube ich, es wird nicht mehr als einen Monat oder so dann halt verschoben, so wie bei Ubisoft jetzt um 3 oder 4, glaube ich. Du hast nämlich gerade ein bisschen geleckt, ne? Und ja, dann die Games mit Smash Bros. Geht's richtig ab für Nintendo, weil die haben 8 Player-Spieler gleichzeitig. Das ist richtig mies. Und ja. Das stimmt. Spieler gleichzeitig heißt, jeder wird das spielen wollen, halt mit seinen Kumpels oder so. Ja. Und Alex macht dann eine Party. Ja, hier, deswegen wollt ihr auch über die Wii U reden. Ich war ja bei Alex und haben wir Mario Kart und so. Und es sah auch im Splitscreen einfach so geil aus. Es ist nicht so wie bei Mario Kart davor, dass du dann. Also, wir haben zu viert gespielt und es hat nicht geruckelt, ne? Und bei Mario Kart davor haben wir halt immer so. Wie? Da war ja sogar. Was? Auf Wii Ja. oder was? Genau, auf der normalen Wii, das alte Mario Kart, im Splitscreen hat der sogar geruckelt. Nee, bei mir nicht. Ne? Ich hab's immer. Also, ich habe immer zu zweit gezockt mit Max. Mhm. Auf der normalen Wii halt. Lief. Okay. Aber ja, es waren keine 60 FPS, das Ja. nicht. Na und Aber. ich finde, die Wii U hat mir echt gut gefallen. Klar, es ist halt was Neues, immer eine neue Konsole, auch das Menü von Xbox One war neu und von der PS4 auch. Aber grundsätzlich fand ich das echt schon gut und auch vor allem, wenn du alleine gespielt hast. Alex hatte so einen geilen großen Bildschirm halt, ne, Full HD und alles so ein Quatsch. Und dann halt diese Spiele da drauf, es sieht schon echt gut aus. Und Was ich mal nachgedacht Mario Kart habe. wie immer macht halt Spaß und warte, das möchte ich noch kurz sagen. Manche, also ich finde FIFA, wenn du gegeneinander spielst und dann Bug passiert, ist das, finde ich, voll lustig. Wenn du jetzt FIFA online spielst, was da halt der Fall ist, das ist halt. Da hatest du dann richtig das Spiel. Und bei Mario Kart ist halt, du kannst zwar auch online spielen, aber die meisten spielen halt gegen Freunde oder so. Und wenn da dann halt irgendwie, was weiß ich, wenn man sich da aufregt, dann ist nicht das Spiel schuld, sondern dann lacht man mit seinen Freunden drüber. Und wenn du jetzt online spielst und dich dann aufregst, warum du immer die Roten abkriegst oder so. Ja gut, das ist dann selbst schuld. Nur ganz kurz zu Alex. Er hat irgendwie, finde ich, das Haus von Alex ist das die perfekte Wie schnell der auf einmal war. IKEA-Vorzeigewohnung fürs Katalog. Echt, die Regale dann noch an den Wänden. Warte, 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 nochmal, 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 Stell es dir so nochmal, vor. nochmal, nochmal. Also. Ja? Stell es mir so vor. Die haben einfach ein Stück von IKEA abgesägt und das einfach ummauert. Ich finde sogar erstmal die Regale, dann war, als ich bei ihm war, ne, hatte er im Vergleich zum Mal davor, hat er dann diese geilen IKEA-Stühle, dann diese Bar-Drehstühle oder so, diese Barhocker-Dingens das. Der Küche, ne? Ne, auch in seinem Zimmer. Ich weiß nicht, vielleicht hat er es auch Ach so. einfach hochgeholt, ich weiß es nicht. Kaffee. Aber ne, jetzt mal zurück zum Gaming, ja? Hätten sie. Also die Wii U war aber am Anfang riesiger Flop. Ist ja so. Ja, ich weiß nicht, ob sie das nicht jetzt immer noch, weil am Anfang haben, finde ich, die Spiele gefehlt, das ist so. Ja, deswegen. Und die haben ja trotzdem die Erwartungen sehr weit verfehlt. Sehr Ja. weit. Ach so, und das neue Zelda ist halt auch voll, sieht voll geil aus auf der Wii U, wollte ich noch sagen. Ach, das oder das E3 Zelda. Das was? Das, Das E3? nee, wie hieß denn das, Wind Waker HD. Wind Waker HD, genau. Ja. Ja, hätten sie die Wii U, finde ich, habe ich auch zu Alex gesagt,
2 oder 3 Monate, nee, 3 Monate, das wäre die perfekte Zeit vor der Xbox One Wow. oder der PS4 rausgebracht. Und hätten die da Spiele gehabt schon, dann wäre die perfekte Konsole. Das stimmt irgendwie. Es hätte ja Zelda, vielleicht Super Smash Bros., was weiß ich, irgend so ein Donkey Kong oder wie der ganze Dingens da heißt. Das hätte ja gereicht. Zwei Spiele allein. Oder Oder Mario? Ma Mario Kart von Anfang an, das wär doch die Idee gewesen. Das Wäre wär. Smash Bros. Von Anfang an, dann wäre das die beste Konsole, die bestverkaufte Konsole des Jahres gewesen. Aber die hätten einfach eine bessere Hardware machen müssen. Halt später rausbringen, bessere Hardware. Und gleich die Games von Anfang an. Dann wäre das Ja. perfekt gewesen. Ich möchte kurz Weil anmerken, erst dass jetzt kommt die in Fahrt. ich möchte kurz anmerken, dass ich mit einer Stat von 4-8 Erster in meinem Team bin, habe halb so viele Punkte wie der Erste aus dem Gegnerteam und mein Team führt trotzdem mit fast 200 Tickets. was hast du gerade gesagt als letztes? Da wollte ich irgendwas zu sagen. Dass die jetzt aufholen wieder. Ach ja, ich finde, wenn man sowas aber am Anfang hat, dann hätten die viel mehr Umsatz machen können, weil jetzt sind halt viele wieder so umgestiegen und so weiter, aber so, was weiß ich, muss ich zwischen den Konsolen entscheiden und nimmst dann sowas wie Xbox oder PS4. Aber irgendwie, wenn du am Anfang direkt viele Spiele hast, eine gute Konsole, dann schlägst du zu. Und nicht jetzt erst. Oh. Was passiert? Ich hatte Lieblingsspiel hat wieder gewonnen. Aber ich höre zu. Okay. Oder hab zugehört. Ja, heute ist eigentlich voll geil, weil wir waren so. Ja, waren wir gar nicht, wenn wir gestern Hockey spielen. Voll verwirrt. Nee, aber wir gehen morgen wieder. Das wird auch, weißt du, weil jetzt ist so Aufnahme, dann gucke ich gleich Stocker Crash Challenge bis 1. Von 1 bis 4 gucke ich dann NHL, dann gehe ich ins Bett, dann stehe ich um 11 oder so auf, weil ich dann zum Hockey muss.